Herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Shadowrun Returns mit der Dragonfall-Kampagne und wir sind gerade auf unserem zweiten Run, um den Herrn mit dem Decknamen Green Winters zu finden. Aber schauen uns jetzt erst nochmal hier ein bisschen um. Ein Großraum-Apartment, so wie es aussieht. Schön vorsichtig. Hier sieht sie ziemlich versifft aus und hier eventuell was zu finden im Müll. The floor at this end of the room is beginning to cave in. A trickle of light spills up through the cracks in the floorboard from another room below. With a little force you could probably open a hole big enough to drop down to the second floor from here. Okay, machen wir. Why not? Oh. Okay, wer ist das denn hier? Frightened Man. Der kann ruhig frightened sein, wenn wir da sind. Please don't hurt me, I'm just a line cook. The cook starting, eyes are wide open, and behind them you see a pure animal terror. If you let me go, I won't tell anyone, I promise. Why are you locked in the kitchen? Wait, you're not with those guys out there? I just thought... You thought what? I thought you were one of them, you know, the gangers that took over and shot the place up. I worked for the previous owners. When the shooting started, I shut myself in here. Whoever they are, haven't figured out how to override my keys yet. It's been a day and a half. I don't know how much longer I can stay in here. Tell me anything you can about this place. Okay, I think we're some sort of a chop shop up in room 401, like low-level street dog stuff. I had to deliver room service there one day when we were short-staffed. What I saw when they opened the door scared the drag out of me. People hooked up to tubes and stuff. The door code was 5870, if you want to take a look. Okay, who's the stiffy by the sink? That's the head chef, Felix. He took a hit to the chest when they raided this floor. I thought I could stop the bleeding, but, I couldn't. So, unsere Intelligenz schlägt wieder zu. You're right next to a walk-in fridge. Don't you think it'd make more sense to drag the body in there than to leave it under the sink? Yeah, that'll probably be a good idea. He's already starting to smell. So, and I need to get moving. Wait, you'll help me out of here, won't you? I mean, you're not just gonna leave me to die here, are you? You are in the kitchen. You have plenty of fresh food and water. You're not going to die. Oh, yeah, you're probably right. I just stay in here then. With him. Ja, den kannst du in den Kühlraum bringen. So, schauen wir uns nochmal im Kühlraum kurz um. Gibt's hier irgendwas? Nee. Na, so wie es aussieht, sind da draußen also Gänger. Das gibt dann gleich ein Problem. Okay, hier ist noch niemand. Schauen wir mal, können wir das Terminal irgendwie... Ah, okay. Von innen kann man es einfach so öffnen. Regroup, now. I thought we'd killed all of them. Okay, da ist ein explosives Fass. Und da ist der Boss. Yuna geht mal hier nach drüben und nimmt eine halbe Deckung hinter einem Sofa. Dietrich nimmt die zweite halbe Deckung. Der ist aber schnell. Iger postiert sich hier draußen mit dem Snipergewehr. Nicht getroffen. Und Glory läuft natürlich am besten hier voll rein. Geh mal hinter dem... Ja, hier gibt es überhaupt keine gescheite Deckung. Wurscht. Sie geht hinter diesem Tisch mal in Deckung. Oh, die geht in den Nahkampf. Da hinten haben wir auch noch einen stehen. Alle auf Yuna oder was? Gut, Yuna ist ein bisschen verletzt. Das heißt, die sollte sich hier mal... wo sind hier die Gegenstände? Da. Yuna haut sich in Medkit rein. Und kann ansonsten... Kann die noch wen... Ja, hier von hinten den Goomboss. Sehr schön. Drauf schießen. So, Dietrich. Oder Magie. Ist aber jetzt vielleicht noch ein bisschen zu früh dafür.
Na, es ist zu früh. Wir schießen einfach hier mit dem... ganz normal mit dem Blade. Genau. Und gleich noch eins. So. Je weiter weg, desto besser trifft sie mit ihrem Scharfschützengewehr. Das ist gut. Wir machen einen Aimed Shot hier. 99%. Das ist ein nice one. Und gleich noch einen hinterher. Und da geht er down. So muss das. So, und du nietest sie mal hier von hinten nieder. Glory. Okay. Fuck. Die hält einiges aus. Ist aber jetzt mit ihrem Gewehr im Nahkampf und das ist eine äußerst schlechte Idee. Oh, da kommen noch mehr. So, dafür habe ich jetzt schon eine Idee, was Eager zu tun hat, falls sie es kann. Das Barrel nämlich abschießen. Kann kein Aimed Shot mehr machen. Okay, versuchen wir es. Nice one. Da haben sie alle ordentlich Schaden bekommen. Und nachladen. So, Yuna. Ich würde vorschlagen, Yuna... kann die einen Aimed Shot machen? 70% hier auf ihn. Auf den Boss. Ja, aber nur 3 Schaden. Das ist quasi gar nichts. Dietrich... Dann kommt noch ein Treffer und dann... Ach, fuck it. War ja klar. Und sie verfehlt im Nahkampf, ey. Okay, aber die läuft ein Stück weg. Oh, Shotgun auf Dietrich. Und die haben ja alle auch Medpacks mit dabei. Oh, Yuna hat 10 Schaden genommen. 39, 55, ja. Na komm schon. Ach Gott. So, Dietrich versucht es mit einem Messer. Und da geht der nächste Boss down. So, Eager. Waffen wechseln. Aufs Gewehr. Und da ist sie down. Und auch hier. Also Eager ist wirklich eine Bank beim Schießen. So, und Glory macht jetzt einen auf Nahkampf. Und auch der geht down. Sehr gut. Puh, gerade nochmal gut gegangen. Also gerade nochmal gut gegangen. Souveräne Leistung, würde ich sagen. Da ist ein Terminal. Da ist eine Tür. Lass uns doch mal einen Blick hier durch die Tür werfen. Auf den Gang raus. Okay. Erstmal das Terminal hier untersuchen. Vielleicht können wir da was machen, so als Deckerin. Hire for photo registration and security services. Navigation options. Search guest register by name. Search current guest register by room number. Admin services. Nehmen wir mal Nummer 3. Okay, Admin-Passwort habe ich nicht. Ich würde so gerne hacken. Dann 2. Enter room number. Okay, abbrechen. Und 1. Wie heißt der? Green Winters. Staying on floor 4 in room 405. Lies die beigelegten Notizen. Guy in a master suit on 4 asked for his room code to be changed again. Paranoid son of a bitch. Anyway, dude's been renting one of our biggest rooms for months, so I guess I shouldn't complain too much. The new code is 1989. Sehr gut. Also müssen wir in den 4. Stock und da wartet dann Mr. Green Winters auf uns. Da wären wir wieder beim Fahrstuhl. Wir haben allerdings im 3. Stock noch nicht die Toiletten besucht. Das machen wir doch eben nochmal, bevor wir uns hier Mr. Winters anschließen. So, und hier haben wir den Keycode dafür. Hätte ich mir die merken müssen, ey. 2478. Door unlocks. Gut. Was gibt's hier? Gegenstand zugefügt Jazz. Das dürfte auch so eine Aufputschdroge sein. Okay, wenn es das schon war.
Und von irgendwas hatten wir noch den Doorcode. Von 301 kann das sein? Ja, ich glaube schon. Oder? Bathrooms and Floor. Nein, 401 hatten wir. Also auf in den vierten Stock. Zu Mr. Winters. So, dann schauen wir mal. Ist hier irgendwas los? Nö. Aber hier in 401 haben wir den Code. Habe ich zumindest gerade noch angeschaut und schon wieder vergessen. 5870. Ich finde es schade, dass man das nicht einfach hacken kann, ich als Deckerin. Oh. Hallo, mein Freund. Und der haut ihm mal eine. Zimmert ihm eine mit der Faust rein. Das geht doch auch mal. So, Eager mit der Shotgun. Der hält aber ganz schön viel aus, muss man ganz ehrlich sagen. So, bleibt noch Glory, die ihn jetzt umnieten wird. Ja, nice one. Gut. Endturn. Und da kommt noch jemand. Und noch jemand. Well, fuck. Organledger und Assistant. Aber gut. Mit denen werden wir schon irgendwie fertig werden. So, wer ist jetzt dran? Dietrich. Vielleicht war es doch die falsche Wahl. Naja. So, Eager, kannst du mit der Shotgun irgendwas ausrichten? Geh mal hier. 12 Schaden für den Doc. So, und Glory. Die können wir auf alle Fälle mal ausschalten. Sehr gut. Und verfehlt. 10 Schaden für Iger und er läuft zurück und versteckt sich, weil er zu nah dran ist. Ich schalte um auf Iger. Und nochmal 12 Schaden mit der Shotgun reingezimmert. Okay, sie muss nachladen. Und du kannst ihn dann hoffentlich im Nahkampf erledigen. Ja. Und schon haben wir das wieder erledigt. Sehen wir uns hier mal um in diesem. Und dies hat's wohl nicht ganz überstanden, ne? In der illegalen Klinik hier. Schematic Auto Injector, okay, können wir dann was bauen etwa? Klingt gut. Aber das wird wohl dann noch kommen. Oder vielleicht können wir diese Schemas auch irgendwo verticken. Müssen wir mal überlegen dann oder schauen. Okay, und hier gibt's Medikamente, so wie es aussieht. Hier. Ein verbessertes Medkit. Okay. Dann wieder raus auf den Flur. Diese ganzen Wartungsdinge sind zugesperrt. Ich wäre mir zwar sicher, dass man da auch irgendwie reinkommt, aber hey. 4-2 ist verschlossen. 4-3 ist verschlossen. Warte mal. Ja, 4-3 ist verschlossen. Schauen wir nochmal da oben nach. Damit wir hier ja nichts übersehen. Aber manchmal ist eine Toilette auch einfach nur eine Toilette. Oder ein Klo oder ein WC oder wie auch immer ihr es haben wollt. So. 405. Darin muss Green Winters sein. Und was ich noch schauen wollte. Ein Karma. Okay, das verteilen wir jetzt nicht. Gut, aber das ist unser Trupp. Schön aufgereiht hintereinander. Aber bevor wir da reingehen, mache ich nochmal einen Break, damit wir das Ganze, den ganzen Kampf dann beim nächsten Mal, also ich schätze mal, es wird einen Kampf geben, aber damit wir den dann in einem Part haben. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder in der erwachten Welt. Macht's gut, bis bald, euer Chris.